Herzlich willkommen zum nächsten Online-Fußball-Kindergarten der Münchner Fußballschule. Heute mit Markus und mit mir, ich bin der Chris. Bevor wir loslegen, noch ein paar Informationen zum Ablauf, zum wöchentlichen Ablauf, der jetzt in den nächsten Wochen so stattfindet. Servus! Ja, ich bin der Markus. Wie gesagt, endlich sehen wir uns wieder im Fußball-Kindergarten. Wir haben jeden Tag drehen wir andere Sachen, und zwar montags immer im Fußball-Kindergarten, Dienstag Fördertraining, Mittwoch Torwarttraining, Donnerstag wieder einen Fußball-Kindergarten und Freitag auch nochmal ein Fördertraining. Also zweimal Fußball-Kindergarten, zweimal Fördertraining und einmal Torwarttraining. Genau, also jeden Tag wird auf YouTube ein neues Video erscheinen von uns. Okay, alles klar. Dann würde ich sagen, wir legen los. Was wir für die erste Übung brauchen, ist, wir brauchen ein paar Hütchen, beziehungsweise wenn ihr keine Hütchen habt, dann nehmt ihr Klorollen oder was auch immer ihr eben zu Hause habt, um Sachen zu markieren. Flaschen, Bierdeckel. Vollkommen egal, das kennt ihr ja vielleicht schon vom letzten Lockdown. Thema heute ist, wir wollen uns was zu essen kochen. Ja, tatsächlich. Und dafür bauen wir jetzt mal auf. Wir machen das zusammen. Ich mache das langsam, so dass ihr das alles nachbauen könnt. Hier herklappen. So. Jetzt. Okay, das ist der grundsätzliche Aufbau. Wir befinden uns in der Küche und wir wollen uns was zu essen machen, weil wir Hunger haben. Und dafür wollen wir jetzt erstmal die Zutaten uns holen und den Herd anmachen. Ja? Wir starten hier, da haben wir unser Viereck aufgebaut, das ist unsere Herdplatte sozusagen. Ja, der Markus wird die dann gleich befeuern. Vier Herdplatten. Und wir müssen die erstmal warm machen bzw. anschalten. Ja, und das ist aber so ein ganz alter Herd, der hat noch so Drehknöpfe. Ja. Das heißt, ich muss immer drehen, ziehen, vorlegen. Habe ich gedreht, ziehen, vorlegen, ziehen, vorlegen, ziehen, vorlegen. So, jetzt ist die Herdplatte schon ein bisschen warm. Jetzt holen wir uns unsere erste Zutat. Kühlschrank, so. Oder? Ja, genau. Zum Kühlschrank müssen wir gehen, dann müssen wir die Tür aufsperren. Das heißt, ich gehe mit dem linken Fuß hier drüber, gehe rechts vorbei und zum Kühlschrank. Holen wir die erste Zutat raus, hopp, und leg sie hier auf die Arbeitsfläche. Ja? So, dann gehe ich wieder rein und das ganze Spiel beginnt von vorne. Soll ich es dir nochmal vormachen? Nein, darf ich die Tür mit rechts aufsperren? Ja, natürlich oder? Könnt ihr auch, wenn ihr jetzt quasi Linksfuß seid, könnt ihr auch mit rechts aussperren und links vorbeigehen, das ist überhaupt kein Thema. Auch mit rechts. Und dann könnt ihr auch hier die Sachen mit dem linken Fuß rausholen, wenn ihr das wollt. Ja, das ist kein Problem. Okay, ja, magst du es mal ausprobieren? Ja. Okay, dann fängt der Markus jetzt mal an, uns ein leckeres Essen zu bereiten. Sehr gut, super. Schön auch die Schnelligkeit. Kann auch rechts vorbei, oder? Ja, jetzt hast du mal den Übersteiger-Finti gemacht. Aha. So, also was wir eigentlich machen wollen, ist, dass wir nur einen normalen Übersteiger machen. Das heißt, linker Fuß drüber steigen, Tür aufsperren, links rum und rechts mit der Außenseite vorbei. Das, was du gemacht hast, war ein bisschen was anderes. Ja, okay. Also schau, dass du das nächste Mal bitte genau so machst, dass die Kühlschranktür dann auch aufgeht. Das hier passt, oder? Ja, das passt. Das war gut. Ja, schön. Auch mit dem Standbein, das machst du gut, dass du es schon ein bisschen versetzt. Das ist wunderbar. So, okay. Mit dem anderen Fuß, super. Und jetzt holst du die Zutat raus. Ja, hopp, Zutat rausholen, wunderbar. So, jawohl. Und hinlegen, genau. Und jetzt müssen wir weiter drehen, damit der Herd auch schön warm wird. Das ist ein ganz alter Herd. Der wird nicht gleich heiß. Sehr gut. Super, hopp, zack. Genau, was ihr machen könnt, ihr könnt auch mal beim Übersteiger dann variieren. Ihr könnt einmal mit dem rechten Fuß drüber gehen und einmal mit dem linken Fuß, so dass wir so ein bisschen Abwechslung drin haben, ein bisschen Variation drin haben. Fertig, oder? Ja, wir sind noch lange nicht fertig, aber es ist gerade zwei Zutaten rausgeholt. Da muss schon noch mehr gehen. Jawohl, super. Zack, zack. Und ab. Jetzt haben wir die dritte Zutat. Da ist schon noch einiges zu machen.
Wie viel haben wir denn? Oh, Zutaten. Schon so 15 Stück haben wir schon, aber wir werden dann gleich noch eine Variante machen, das zeige ich dir dann gleich nochmal. Ja, weil der Herd, das ist ein ganz alter Herd, wie gesagt, und da müssen wir verschiedene Sachen machen, damit der am Ende funktioniert. Super, genau. Und raus von die Zutaten. Wunderbar. Machst noch 2-3 Wiederholungen. Gut. Letzte, super. Okay. Dann Abwasch. Hopp, hopp. Jawohl, wunderbar. Okay, super. Dann machen wir jetzt noch eine Variante. Und zwar, wir wollen das Ganze, damit wir auch mal mit beiden Füßen das Ganze üben, auch wenn es vielleicht ein bisschen schwieriger ist für den einen oder anderen, wollen wir das Ganze auch mal mit unserem linken Fuß probieren. Ja? So, und zwar genau dasselbe. Ziehen, vorlegen, ziehen, vorlegen, ziehen, vorlegen und ziehen, vorlegen. Nur das Ganze mit dem linken Fuß quasi in die andere Richtung. Hier beim Aufsperren von der Kühlschranktür lassen wir alles gleich. Ja, schau, dass du vielleicht noch ein bisschen mehr Variation machst, weil du machst eigentlich immer nach links. Schau, dass du links drüber gehst, rechts vorbei und dann holst du mal hier raus. Ja, ansonsten ist es aber eigentlich wunderbar. Okay? Ja, magst du starten? Du bist es mal mit dem linken Fuß. Ich habe gehört, das ist nicht dein stärkster. Nee. Aber das macht nichts. Ja, das ist nicht schlimm. Muss man auch mit beiden Füßen sowas üben. Ja, solche Finden braucht man auf jeden Fall beidfüßig. Langfristig. Rausholen, super. Genau, was ihr da bei Markus seht, dass er sein Standbein immer schon in die neue Bewegungsrichtung bringt. Das ist natürlich schon sehr fortgeschritten. Ja, das macht er schon gut. Er hat es schon ein, zwei Mal gemacht davor. Hilft auf jeden Fall, um schneller um die Kurve zu kommen. Genau. 4 oder 5 Zutaten brauchen wir noch, Markus, gell? Ja, ja. Sehr gut. Und hopp, zack. Und jawohl. Okay, super. Ich mache das viel auf Zehenspitzen, ist das in Ordnung? So? Ja, das ist super. Ja, wenn ich auf Zehenspitzen unterwegs bin, dann bin ich viel flexibler, kann schneller drehen. Wenn ich auf dem ganzen Fuß unterwegs bin, dann komme ich nicht vom Fleck. Jawohl, gut. Und wenn ihr könnt, dann könnt ihr das Ganze auch noch schon ein bisschen schneller machen, also den Übersteiger, die Bewegung ein bisschen schneller. Ja, aber nur so schnell, dass ihr es noch kontrolliert macht. Heißt das, ich soll es auch schneller machen? Wenn du es kannst, ich weiß es nicht. Ja, also probier es mal. Geht's. Okay, ja, dann kannst du das auch mal ein bisschen schneller probieren, weil natürlich je schneller die Übersteigerbewegung ist, desto schneller geht die Kühlschranktür auf, desto schneller bist du fertig. Und um es mal auf fußballerische zu übertragen, natürlich, wenn der Trick schneller ausgeführt wird, dann kann ich den Gegner natürlich auch besser austricksen. Super, jawohl. Und jetzt explodieren. Jawohl. Zu spät. Zu spät. Machen wir noch 2-mal. Okay. Ist komisch mit links. Ja, das ist aber nur komisch, wenn man es noch nicht viel geübt hat. Ja, irgendwann wird das ganz normal. So, wir machen eine letzte Variante. Und zwar ist jetzt wahrscheinlich die schwierigste Variante von denen. Und zwar machen wir jetzt ziehen zurück. Ja, das heißt, wir nehmen mal den rechten Fuß, da könnt ihr aber auch, wenn ihr Linksfuß seid, könnt ihr da auch euren starken Fuß nehmen, also den linken Fuß, und das in die andere Richtung machen. Ich mache das mal rechts vor, weil es für die Rechtsfüßer wahrscheinlich, weil wir mehr Rechtsfüßer haben als Linksfüßer. Okay. Ziehen zurück. Wenn ihr das schafft, dann könnt ihr, wenn ihr das Ziehen zurück macht, auch das Standbein ein bisschen nach vorne setzen, dann tut ihr euch leichter, dass der Ball hinten vorbeikommt. Wenn ihr es noch nicht schafft, könnt ihr auch einfach den Fuß den Ball hinter Fuß vorbeiziehen und das ohne machen. Ja, besser ist es, wenn das Standbein schon ein bisschen versetzt wird. So, hier unser Trick lassen wir gleich. Ja, da wollen wir schauen, dass wir vielleicht ein bisschen mehr Tempo reinkriegen, dass wir wirklich hopp, zack, und dann holen wir das Ding raus. Darf ich jetzt übersteigen? Ja, wenn du, ich habe es jetzt noch nicht vorgemacht, dann mache ich dir mal die Übersteigerfinte vor. Sag mal, ja, ich mag das. Also, pass auf, Übersteigerfinte ist im Vergleich zum Übersteiger ähnlich, das heißt, ich gehe erst mit dem rechten Fuß drüber, ja. Nur dass ich jetzt nicht nach links vorbeigehe, sondern ich täusche es nur an mit einem Schritt und gehe dann mit dem rechten Fuß hier vorbei. Ja, ist ja babisch. Ist ja babisch, okay, dann probier es mal aus. Okay,
Markus kann starten. So, bei dem Fuß nach vorne schieben, oder? Genau, wenn es geht, dann schiebst du den gleichzeitig ein bisschen nach vorne, ja, dann ist es ein bisschen... Muss ich hier meine Achsen sind viel zu lang sonst. Ja. Sonst sind wir im Weg. Oh, schau. Hervorragend. Blöd. Ja, hervorragend. Das schaut schon gut aus, genau. Immer versuchen, das Standbein ein bisschen zu versetzen, das ist wunderbar. Hopp, zack, gut. Und einmal die Überschneidung Finte und Zutat rausholen. Ja, jetzt haben wir schon fast zu viele Zutaten. Ja, drei, vier, machen wir auf jeden Fall. Das reicht. Ziehen wir zurück, jawohl, super. Das ist eng für meine Quadratlatschen. Ja, kannst du auch mal die Übersteigerfinte dann mit dem anderen Fuß probieren. Ja, dass du es auch auf beide Seiten hast, dann auch mit dem linken Fuß. Ja, und ja, also ich würde es euch schon empfehlen, Kinder, der Markus ist da ein bisschen eingeschränkt. Dann lassen wir ihn das. Gut. Hopp, hopp. Zack. Gut. Okay. Ein letztes Mal. Okay. Dann haben wir alle Zutaten auf dem Tisch. Mach's einmal mit links auch. Okay, super. Ja klar. Für die Linksfüßer. Ja, es ist auch wichtig, dass ich solche Standtricks mit beiden Füßen auch übe, auch wenn es dann vielleicht ein bisschen langsamer ist. Das ist überhaupt nicht schlimm. Ja, Hauptsache, ich schaue, dass ich das auch irgendwie hinbekomme. Wie gesagt, wichtig ist erstmal die technische Ausführung und nicht die Schnelligkeit. Ja, das heißt, dass ihr die Bewegungen überhaupt so macht, wie sie eigentlich gehören. Und genau, die Schnelligkeit kommt dann dazu, wenn es technisch sauber ist. Jetzt können wir kochen, wir haben alles. Okay, dann machen wir eine kurze Pause. Kurze Pause. Und dann kommen wir wieder und fangen das Kochen an. Ja. Okay, weiter geht's. Trinkpause vorbei. Ich darf jetzt der Trainer sein, der Chris ist mein Spieler. Wir können das Herdfeld genauso wieder aufbauen wie vorher, okay? Also einfach. Könnt ihr einfach stehen lassen. So einen guten Meter Breite zwischen den Herdplatten. Und wir haben jetzt noch vier Knödel. Okay? Haben wir die schon gemacht? Vier Knödel. Die lege ich jetzt einfach mal dahin. Jetzt schnapp dir noch einen Stuhl, wenn du einen im Zimmer hast, noch besser. Ansonsten geh schnell rüber ins Wohnzimmer, ins Esszimmer und schnapp dir einen Stuhl bitte. Ich habe hier jetzt einen. Schaut mal. Einfach ein ganz normaler Stuhl, Bürostuhl, Essensstuhl. Ist völlig egal. So. Hammer ist Torhammer, Knödelhammer, Herdplattenhammer. So, Herdplatten sind an. In die Herdplatten legen wir jetzt unsere Knödel rein. Okay, das machst du wie folgt. Jetzt, pass auf. Stell dich mal auf das linke Bein. Das rechte Bein ist quasi, bringt den Knödel auf die Herdplatte oder in den Topf. Okay, also, du fängst an zu hüpfen bitte. Das Übung geht nur im Hüpfen. Und erster Knödel rein, ganz vorsichtig, bitte nicht zu tief, nicht zu fest, sonst verbrennen wir uns. Zweiter Knödel, dritter Knödel, vierter Knödel, okay. Ball nach unten, also du lässt den Ball plumpsen, drücken, okay. Knödel auf den Teller, pam, schnappst du den Ball wieder. So, jetzt verputzen wir unsere vier Knödel, okay. Fang an zu hüpfen mit beiden Beinen. So, Motor anwerfen, sage ich dazu immer. Und verputzen, vor. Verputzen, vor. Verputzen, vor. Verputzen, vor. Gut.
Ball nach unten. So, jeder Stuhl hat auch eine Lehne. Okay, jetzt versuch einfach mal, ist gar nicht so leicht, über die Sitzfläche drüber die Lehne mit einem Lupfer zu berühren. Ich probiere das jetzt mal. Starker Fuß natürlich. Zack. Okay, mehr ist es nicht. So lernen wir das Lupfen ein bisschen. Gut, bisschen Nase aber dran, tun wir die Gürtel etwas weiter hinter. Haben wir mehr Spielraum zum Lupfen. Chris, du darfst. Wie ist das? Muss ich hier immer mit demselben Fuß springen? Weil ich stelle mir halt vor, wenn ich jetzt immer mit demselben Fuß springe, dann tut mir irgendwann der Fuß. Ja, darum würde ich sagen, drei schaffen wir. Ja? Drei am Stück und dann wechseln wir den Fuß. Okay. Alles okay? So, fangen links oben, erster Gürtel rein damit in den Topf. Motor anschmeißen, genau. Versuch mit der Fußspitze. Ja. Die Fußspitze, Gürtel rein. Letzter Gürtel. Plumpsen lassen. Drücken. Lieblingsfuß und rein in die Kiste. Das war dann ja, Lieblingsfuß. Ja, das war dann schwach. Das war ein Sinn, aber hat gut ausgeschaut. Moment, ich muss schauen, dass man mich sieht. Jawohl. Okay, jetzt fange ich hier an. Warum? Ja, Motor an. Ich den Motor an beim Essen? Ja, das ist eine gute Frage. Vergiss es, das war Käse. Einfach die ganze Zeit hüpfen. So, erster Gürtel, auf geht's. Red nicht lang. Also, ist so rüber? Und weiter hüpfen. Okay. Genau, und nach vorne. Nächster Gürtel, zack, zack, und nach vorne. Ab. Okay. Zack, zack und nach vorne. Zack, zack und nach vorne. Sehr schön. Ball nach unten. Stopp. Muss ich nochmal so Ball runterfallen lassen. Runter drücken. Okay. Jawohl. So, jetzt fahr unten mit dem Fuß rein, mit der Fußspitze unter den Ball. Okay. Und jetzt zieh das ganze Bein nach oben. Nicht nur die Fußspitze. Aber wie fest soll ich das machen? Probier's einfach mal aus, ist mir egal. Probier's einfach aus. Zieh. Ja! Okay. Ja, war doch genau richtig. War doch genau richtig. So, zwei Runden haben wir noch. Okay. Genau, Fußspitze sehr schön gestreckt. Schau, dass der Arm gestreckt ist. Gürtel gestreckt rein. Jawohl, nach drücken. Wusch. Gut. Kann ich hier auch von der anderen Seite hin? Oder machen wir auch dann. Machen wir ja, okay. Sehr schön. Gut, fertig. Drücken. Fuß unten rein. Und die Lehne. Jawohl. Du hast gesagt, du kannst nicht lupfen. Schaut richtig schlecht aus. So, okay. Einen noch mit dem selben. Im April oder wo wir es gedreht haben, da konntest du wirklich nicht. Ich habe heimlich geübt. Jeden Tag, ja. Okay. So, fang an. Letzte Runde. Gestrecktes Bein. Jawohl. Drücken. Volle Möhre. Moment, nimm mal den Ball nochmal in die Hand, bitte. Okay. Und schau, dass du schrägen Dach drüber baust, okay? Ja. Weil dann hüpft er danach nicht mehr. Der muss wirklich flach sein. Probier mal, ja. Drücke, Dach drüber, schön. Und wusch. Wenn du natürlich ein bisschen mehr Platz hast, zum Beispiel im Garten oder sowas, bau dir das Tor ein bisschen weiter weg. Wir haben nicht mehr Platz, wir müssen es so machen. Dann ist es ein bisschen schwerer. Vielleicht hast du ja sogar ein kleines Fußballtor. Okay. Wir sind jetzt ein bisschen nah dran für unsere langen Beine auch, aber das ist ja auch nicht entscheidend. Hilft nichts. So, die letzten vier Knödel. Ja, letzte von vier schaffst du noch. Jawohl, immer. Knödel 1, Knödel, geht zweiter Knödel, dritter Knödel, vierter Knödel. Sehr schön. Gut, einmal noch starker Fuß. Starker Fuß? Ja, okay. Oh, schau, haben wir was zack. Ja. Schon ist vorbei. Ich darf nicht zu früh loben. Okay. Jetzt anderer Fuß oder wie? Wir machen den anderen Fuß jetzt gleich weiter. Okay. Tja, darf ich da mal kurz, lass mich mal schnell rein auf Abstand. Du gehst jetzt auch in die andere Richtung. Du hast, glaube ich, auch rechter Fuß, rechte Richtung gemacht, gell? Ne, von hier haben wir angefangen. Genau, von da haben wir. Und da hast du angefangen. Quasi rechts oben, ja. Wir fangen rechts oben an. Mir ist jetzt aufgefallen, dein Bein ist noch so ein bisschen lapprig teilweise. Okay. Ja. Versuch's mal. Also erstens hier auf die Zehenspitzen. Ganz gestreckt und Fuß nach unten, okay? Dass du immer fast mit dem Zeh oder mit dem Ballen vom Zeh hier vorne berühren. Genau, ganz gestreckt, okay? Ja, versuche ich mal. Zack. Schwacher Fuß, okay, ist klar. Drücken, Dach drüber. Schuss, schwacher Fuß. Wir machen gleich noch einen schwerer. Wir nehmen die andere Seite und rückwärts, okay? Motor anschmeißen. Ja, pass auf, aber wenn du jetzt die andere Seite nimmst und rückwärts, dann machen wir wieder denselben Fuß. Ich sag's dir. Dann müsstest du von der anderen Seite. Gut! Ja. Gut! War natürlich beabsichtigt. So, rechter Fuß muss ich jetzt Knödel verputzen, oder? Ja, richtig. Knödel 1, hinter.
Lass dir ruhig Zeit, du kannst immer weiter springen. Dritte Hürde und vierte Hürde, okay? Ball drücken. Und jetzt? Wie aus dem Kühlschrank vorher. Aha. Okay, ja. Wie aus dem Kühlschrank. Ich würde jetzt hier den schwachen Fuß nehmen. So, okay. Ball rollen lassen, anhalten, starker Fuß, lupfen. Okay. Diese schwere Runde jetzt, aber ja, ich helfe dir. Schwer, ich helfe dir. Kann man kaum alles merken. Ja, ich sag's dir vor. So, rechts oben geht's los, rechts. Okay. Jawohl, ganz gestreckt, vom Vorderfuß drauf. Das ist jetzt mein schwacher Fuß. Nur zur Erklärung, weil ich bin Linksfuß. Ja. Rein damit. So, bleibt gleich auf der Seite, ja. Und wir verputzen mit rechts. Schön auf den Vorderfüßen, gut machst du das, genau. So, bald. Du darfst so stehen bleiben, mal drücken. Darf ich da meinen Startfuß nehmen? Ja, zum Drücken darfst du deinen Start nehmen. Jetzt bitte, ich mach's mit links, wirklich. Ja. Ziehen in dich rein, spring weg, Ball anhalten nochmal. Gut, und lupfen. Mit rechts. Das wird ein Desaster. Okay, probier's. Das wird ein Desaster, sag ich dir, es ist. Oh. Gut. Okay. Jetzt kannst du natürlich für die Knödel verplumpen. Für die etwas älteren Kinder, wenn du schaffst, ohne den Ball anzuhalten zu lupfen, okay, also wirklich sofort hier reinzugehen, es ist richtig schwer. Okay. Wie viele Knödel muss ich eigentlich noch verputzen? Weil ich bin, wir machen noch zwei Runden. Zwei Runden. Beide Runden dreimal. Okay. Also beide Füße dreimal. Huch, daneben. Effekt darauf geben, gehst du nicht in die falsche Richtung? Nee. Naja, ist derselbe Effekt, ist wurscht, ist ja nicht so wichtig, aber okay. Gut, schön nach vorne, das beste Dach drüber. Rein mit dem Schwachen. Nummer 3. Und letzter Knödel. So, jetzt bin ich gespannt. Bitte, du darfst den Ball nicht aufhalten. Aber das ist mein schwacher Fuß. Für die größeren Kinder. Ja! Nochmal wackelt. Letzte Runde. Nochmal, okay. Dann haben wir es. Ja, okay. Letzte Runde. Mach einfach nochmal genauso, ist wurscht. Ja, ja. Der Effekt ist der gleiche. Wichtig ist, dass das Bein gestreckt ist mit dem Vorderfuß und springen auf dem. So ist gut. Auf den Zehenspitzen passt. Jawohl, rein damit, schwacher Fuß. Schön, letzter Knödel, der allerletzte für heute. Jawohl, probier es gleich nochmal. Ja, ohne den Ball anzuhalten, zu lupfen. Jawohl, sehr schön. Oh. Trinkpause. Reicht, war anstrengend genug. Bis gleich. Jawohl. Ach, du hast zwei. Okay, also, wir starten wieder. Was wir diesmal brauchen sind, wir haben jetzt hier vier so Marker. Da könnt ihr aber auch, mein Gott, theoretisch gehen auch irgendwelche Socken, Handtücher, wenn ihr ein Seil habt oder mehrere Seile, ist es eigentlich vollkommen egal. Es muss halt nur ein bisschen länger sein. Und Handtücher kann man so schön einschlagen. Also diese, genau. Für die Hände, die Handtücher, einfach vier Stück nehmen, einschlagen. Und dann kommt ihr ungefähr aufs Gleiche. Genau, also das ist das, was wir brauchen. Nochmal zwei Hütchen. Genau. Den Stuhl, den wir gerade benutzt haben, den lassen wir auch stehen. Den können wir auch benutzen. Vom Aufbau her machen wir es so, dass wir diese vier Marker, die legen wir hier an die Wand. Und hier. Und hier. Jetzt ein bisschen mehr noch. Ich traue ein bisschen rüber, dass wir mehr Platz zum Schießen haben. Gell? Ja. Ja, wobei, so weit brauchen wir es gar nicht drüben. Weil wir wollen ja. Es ist immer nach. Ja, ist egal. Das ist okay so. Genau, den Stuhl, den können wir eigentlich genau da
stehen lassen. Das passt, ja. Wo er steht. Was wir jetzt machen wollen ist, wir haben jetzt ja gegessen, die ganzen Knödel. Und jetzt müssen wir das Ganze auch noch abspülen. Ja, das heißt, ich habe noch eine Idee. Ja, können wir das nicht erstmal erklären? Ja. Deine Idee können wir dann noch einflechten, wenn es dann soweit ist. Und zwar, wir starten mal hier, wir wollen unser Geschirr erstmal quasi wieder sauber machen. Das Ganze machen wir mit einer Technik. Und zwar haben wir den Ball immer hier unten und wir schieben ihn jetzt quasi mit der Sohle in unsere Richtung. Ja, und waschen damit das Geschirr ab. Hopp. Schieben wir mit der Außenseite vom Fuß quasi zum nächsten Geschirr und legen ihn wieder oben hin. Und dann kommt dasselbe wieder. Also wir ziehen mit der Sohle und mit der Außenseite schieben wir zum nächsten Geschirr. Legen uns wieder nach vorne, ziehen, außen, hopp, wieder reinlegen und nochmal ziehen, außen. Ja? So, jetzt wollen wir das Geschirr, das wir jetzt wieder sauber gemacht haben, auch noch wieder in unseren Schrank legen. Und zwar machen wir das. Es sind zwei Schranktüren, wir wollen beide aufsperren. Mhm. Ja, das heißt, ich sperre erst die rechte Schranktür auf, jetzt sperre ich die linke Schranktür auf und jetzt kann ich rein in den Schrank und lege das Geschirr ab. Und die Schranktür geht nur wieder zu, wenn wir hier den Ball in den Stuhl rein. Starker oder schwacher Fuß bei dir? Da muss ich rechts, gell? Da mache ich rechts. Und ich würde jetzt erstmal vorschlagen, weil es auch recht schwer ist, in so einen kleinen Stuhl dazu schießen, dass wir am Anfang mal den starken Fuß benutzen. Ja, das heißt, ihr könnt den auch nochmal stoppen, wenn es zu schwer ist. Okay. Und dann halt einfach versuchen, den Ball reinzupassen. Okay? Ich habe noch eine Idee zum Zielschießen für euch. Wenn du wirklich mehr Platz hast, dann können wir nämlich ein bisschen mal die Banane auch üben. Okay, der Chris erklärt euch das bestimmt wie die Banane. Also das musst du mir schon erklären. Echt? Ja. Okay. Ich mache jetzt erstmal das, was du sagst. Wir machen doch jetzt erstmal das, was ich gerade vorgenommen habe. Banane kommt dann nachher. Und dann können wir noch eine Variante dazu reinpacken. Das ist überhaupt kein Problem. Ich weiß schon, was du mit Banane meinst. Ich weiß noch nicht, in welchem Kontext. Okay, gut. Also, Messer putzen. So, oder? Ja, so ist super. Genau. Putzen. Sehr gut. Messer. Immer ziehen mit der Sohle, jawohl, mit dem Standbein ist auch super. Und hopp, und haben wir wieder abgeputzt. Sehr gut. Wunderbar, jetzt ist sauber. So, jetzt sperren wir auf. Einmal rechts aufsperren, einmal links aufsperren. Jetzt ist die Tür offen. Und jetzt, jawohl, okay. Also Kinder, ganz wichtig, der Markus, der schießt gerne fest. Aber es ist natürlich so, wenn ihr in der Wohnung seid, dann ist es recht gefährlich, weil wenn der Ball dann irgendwo hinfliegt, dann geht irgendwas kaputt, dann sind die Eltern sauer. Also schaut, dass ihr wirklich ein bisschen leichter schießt. Entschuldigung, macht nichts. Alles gut. Alles gut. Und so, ich probiere erste Runde starker Fuß. Jawohl, wunderbar. Sehr gut. Ja, und wir sind noch nicht fertig mit dem Abspielen. Wir müssen da schon noch ein bisschen schauen, dass wir da was machen. Haben so viele Leute gegessen, das ist ja Wahnsinn. Naja, ich meine, ich habe glaube ich 16 Knödel gegessen. Also da ist schon ein bisschen Geschirr da gewesen. Immer mit dem gleichen, aber immer mit dem gleichen Geschirr. Ja, wir machen das gleich noch, das wirst du sehen. Wir machen jetzt ja auch alles mit dem rechten Fuß und wir werden das Ganze auch noch mit dem. Das ist knapp mit meinen langen Haxen. Ich gebe ein bisschen vor noch, weil dann kann ich es ohne anhalten. Ich probiere es mal nochmal ohne anhalten. Zack, zack. Aufsperren, zack. Jawohl. Ja, also wenn ihr euch da schon ein bisschen sicherer seid mit dem Übersteiger, könnt ihr wie gesagt auch die Geschwindigkeit so ein bisschen erhöhen beim Übersteiger. Also wichtig ist aber, dass die technische Ausführung passt. Ja. Das heißt, dass ich genau rüstest du raus. Habe ich vergessen. Ja, dann mach mal. Wie gesagt, wichtig ist erstmal die technische Ausführung, dass ihr das Bein quasi richtig rum um den Ball rumdreht und nicht falsch rum. Und wenn ihr das schon gut drin habt, dann könnt ihr auch schauen, dass ihr das Ganze ein bisschen schneller macht. Gut. Hopp. Zack. Sehr gut. Und wieder rausholen. Und ab. Ich probiere es direkt nochmal. Linker Fuß. Sehr gut. Okay, machst du noch zwei und dann habe ich eine Variante für dich. Gut. Super.
Und jetzt hopp, hopp, genau. Sehr gut. Und sehr gut. War das schon eine Banane eigentlich? Wer weiß. Oh, ich glaube, bin nicht der Trainer. Ja, ja. Ist klar. Einer noch. So. Super, und komm. Eins, zwei, vorbei und rums. Ja, okay. Rausholen wieder. Au, das war mein Schiebein. Naja, also, was soll ich dazu sagen? Fertig, gell? Ja, ja, jetzt, ja. Genau, jetzt machen wir eine Variante. Mhm. Und zwar, wir haben das Ganze jetzt ganz mit dem rechten Fuß gemacht. Fürs Geschirr abspülen ist es vielleicht jetzt nicht so wichtig, dass ich es mit beiden Händen kann. Als Fußballer will ich aber schon die Sachen immer beidseitig üben. Das heißt, wir fangen jetzt von der anderen Seite quasi an, ja, und machen das Ganze mit dem linken Fuß. Das heißt, ich ziehe mit der linken Sohle nach hinten, spiele mit der Außenseite und hole mir wieder. Mhm. Und wieder linker Fuß, Außenseite, hole mir wieder. Links, Außenseite, wieder. Und links, Außenseite. So, jetzt müssen wir uns ja irgendwie drehen, richtig? Ja. Und wir probieren jetzt mal was Schrank, aus. Ja. Wir müssen zum Schrank kommen. Und zwar, wir machen das jetzt ein bisschen anders. Das ist vielleicht jetzt ein bisschen komplizierter. Aber ihr könnt es auch ganz langsam machen. Ich mache es euch ganz langsam vor. Und zwar machen wir hier zwei Finden jetzt. Und zwar das erste ist, wir haben ja gerade einen Übersteiger gemacht. Jetzt machen wir quasi eine Schere. Die Schere ist genau umgekehrt von der Bewegungsrichtung wie der Übersteiger. Das heißt, ich gehe nicht so rum um den Ball, sondern genau andersrum. Hopp, drüber und dann drehe ich wieder zurück und drehe damit die Richtung. Ah, ja? Okay, ja. Verstanden? Sagen, weil sonst würden wir den Schrank zusperren. Genau. So, also, wir gehen hin, Schere, Außenseite nach vorne jetzt liegen. Zum Schrank aufsperren. Ja? Okay. So, und jetzt komme ich zum Schrank aufsperren, aber wir machen auch da was anderes. Ja? Weil wir haben ja jetzt quasi schon die eine Schranktür offen und jetzt machen wir mit dem linken Fuß einen Ronaldo. Puh. Ja, es ist ein bisschen schwieriger, stimmt. Ja, aber wie gesagt, im Prinzip, die Türen sind offen, heißt wir machen Ronaldo. Genau. Ich will so ein bisschen hinkriegen, meine langen Haxen. Ja, ist okay. So, wie gesagt, wichtig dabei ist, von der Bewegung her, dass wir gleichzeitig mit dem linken Fuß spielen und der rechte geht nach vorne. Ja, das heißt, das hier ist die Bewegung. Wenn ihr das noch nicht schafft, könnt ihr auch den Ball zwischen eure Füße nehmen. Ja, und dann macht ihr wie so ein Pendel. Das heißt, ihr pendelt einmal hier so. So, und dann spielt ihr den Ball mit dem linken Fuß und pendelt den rechten Fuß quasi nach oben, dann geht er nämlich auch durch. Verstehst du? Ja? So, das ist quasi die einfache Variante, um das Ganze ein bisschen zu üben, wenn ihr das noch nicht aus dem Lauf schafft oder noch nicht aus der Bewegung schafft. Ja, dann pendle ich hier so hin und her und dann, wenn ich mir sicher bin, dann pendle ich den Ball quasi vorbei und lasse ihn erstmal durch die Beine. Ja, das wird das ist alles kalkuliert. So, haben wir das verstanden, ne? Ja, ja, ja. Ja, wollen wir einfach mal ausprobieren. Ihr könnt das ganz langsam nachmachen. Wie gesagt, es sind jetzt mehrere Sachen, aber das kriegen wir schon hin, denke ich. Das ist schwer, nichts. Ja. Aber wie gesagt, dabei ist ganz wichtig, dass ich diese Sachen eben auch mit beiden Füßen beherrsche und dass ich auch beide Füße trainiere. Ja, deswegen machen wir das. Ziehen. So, jetzt wird es spannend. Genau. Jetzt wichtig bei der Schere ist, dass die Bewegungsrichtung genau umgekehrt ist wie beim Übersteiger vorher. Ja, von außen drüber. So. Ja, und dann muss der Fuß muss am Boden. Ja. Genau, und jetzt drehst du dich mit der Außenseite wieder zurück. Hopp, jawohl, genau. Okay. Wenn das Ganze aus der Bewegung kommt, jawohl, super. Okay, hopp, jawohl, klasse. Und was, das habe ich vergessen zu sagen natürlich, was wir gleich lassen. Wir holen das wieder hier, unser Ball hier wieder raus und spielen dann wieder unten den Stuhl rein. Schau, ich hole jetzt mit dem linken Fuß raus. Okay? Okay, ja gut. Und dann gleich mit dem rechten, dann schießen. Hopp. Sehr gut. Wunderbar. Das schaut doch gut aus. Oh komm, linker Fuß. Hopp. Immer die Schnelligkeit so anpassen, wie ich es gerade noch gut kann. Wie ich das Ganze noch unter Kontrolle habe. Jawohl. Super. Okay, leg ihn eben hin. Das soll ruhig liegen, hopp, vorbei und rumdrehen, sehr gut. Und jetzt drauf zulaufen. Und Ronaldo machen. Ja, und achtet darauf, also besser wäre es,
wenn der Ronaldo so ein bisschen diagonal nach vorne geht, dass du danach eine gute Schussposition hast. Ja? Wenn so, du den Ball so seitlich hinschaust, jetzt läufst du hier quasi seitlich und musst dann so aufs Tor schießen. Ja, das war gerade so, das hat, genau. Also wenn wir schaffen, dann versuchen wir das Ding diagonal nach vorne zu bringen. Das könnt ihr auch machen, wenn ihr so pendelt. Ja, dann könnt ihr das Ganze auch trotzdem hier hopp, so ein bisschen nach vorne machen, weil jetzt könnt ihr dann gleich hier schießen. Okay. Ja? Ja, das hat auch komisch ausgeschaut gerade bei mir. Ja, das ist gut. Ja, wir sind ja dafür da, dass wir es üben, dass es besser wird. Ja, auch der Markus kann sich noch verbessern. So. Jawohl. Super. Das schaut schon sehr, sehr gut aus, Markus. Wunderbar. Ja, pass auf, dass wir die nicht zu schnell machen, dass wir immer die Kontrolle behalten. Ja? Hopp, drüber, ja, vorbei. Das ist gut. Die Bewegung ist gar nicht so einfach. Das weiß ich. Also macht es ruhig langsam. Hopp. Jawohl. So, erklärst du eigentlich mal, wollte ich gerade sagen, erklärst du mal, was du da gerade machst mit deiner Banane. Ja, aber das haben wir gar nicht erklärt. Also, wenn der Ball seitlich rollt, ist es am leichtesten, sagen wir mal, der Torwart steht jetzt da auch in der Mitte, ist es am leichtesten wie eine Banane, dieser krumm, okay, den Ball um den Torwart rumzudrehen. Okay, es geht vor allem nach so einem Trick, gerade wie der Ronaldo, wenn der Ball ist. Wie heißt das richtig? Also Effe. Ah, ja. Okay. Man sagt doch Effe. Mhm. Ich sage immer Banane. So, bei der Banane ist wichtig, du stellst den Fuß nah ran an den Ball. Okay. Das ist aber ganz schön schwer übrigens. Ja. Und schwingst einfach das Bein durch. Okay, schau mal, zieh das Bein so nach oben wie ich, ganz übertrieben. Und dann kriegst du so diesen Schnitt rein, diesen Effe. Ist das gut, dass der Ball am Tor vorbeigegangen ist? Nö. Ich zeig euch mal. So, machen wir mal schnell. Zack, zack. Super. Alles sauber? Ja. So, Schere. Jawohl. Zack. Und zack. Probier's nochmal, Fuß hochschwingen. So. Sehr gut. Jetzt holst du wieder raus. Achso, ja. Und sind wir noch beim Zielschießen unterwegs. Zack. Sehr guter Schuss. Puh. Ja, ein, zwei Mal machen wir schon noch, oder? Mach du. Nee, ich bin ja hier der Trainer. Auf geht's, komm, das geht schon. Na gut. Ich glaube nämlich, der Chris kann keine Banane. Darum war der nicht. Gut. Der kann das nicht so gut. Schere, super. Und gleich. Zack, sehr gut und Banane. Jawohl, sehr gut, schaut gut aus. Einmal machen wir es noch. Wir wissen, dass es bei mir gut ausschaut, aber bei dir? Du hast gar nicht aufs Tor geschossen hier. Markus. Ach so, ja. Weil wir nur am Reden, aber ja. Hauptsache einen guten Spruch. Tja. Ja, Übung sauber machen, das ist ganz wichtig, Kinder. Ja, der hört fast gar nicht rein. Okay, einmal machst du noch, dann habe ich noch eine letzte Variante für dich. Okay. Stopp. Linker Fuß, mein Freund. Jawohl. Der passt echt auf. Wie ein Wach. Ja, natürlich. Wie ein Wach. Natürlich. Bin immer wachsam. Auf, zack. Und vorbeilegen. Super. Und komm. Sehr gut. Schaut gut aus. Und halt. Rausholen. Das war zu leicht. Jetzt weiß ich nicht, was ich machen soll. Ich mach's nochmal. Das war Käse. Ich habe mich schon gefragt, was jetzt passiert. Nein, gut da drin. Okay, gut. Wir haben hier noch eine Variante. Und zwar fangen wir jetzt wieder von der Seite hier an und ändern aber das, was wir hier machen. Das heißt, wir legen unseren Ball wieder ganz ans obere Ende und putzen das Ganze jetzt nochmal gründlich, indem wir den Ball quasi einfach hier so pendeln lassen zwischen unseren Füßen, bis wir fertig sind mit dem ersten Geschirrteil, mit dem ersten, und gehen dann zum zweiten, pendeln dann hier wieder auch so drüber. Boah, das ist heftig. Ja, aber ich meine, man kann das ja auch ganz langsam machen, dann geht man hier hin, hier hin. So dreimal drüber, hier, oder? Genau, ja, so oft wie man es halt schafft. Ja. Und dann wieder pendeln. Das 2, 3, genau, wunderbar. Ja, so. Okay. Aber beim letzten Pendel kannst du einen Ronaldo machen.
Ja, aber das würde ich jetzt nicht, weil wir haben ja hier dann auch noch ein Hindernis, unsere Schranktür. Die müssen wir auch irgendwie. Das schafft man glaube ich nicht. Ne? Okay. Das schafft man glaube ich nicht. Beim letzten machen wir jetzt nochmal unseren doppelten Übersteiger. Ja? Ja, okay. Das heißt, wir gehen nochmal zurück zu dem, was wir schon gemacht haben. Das heißt, wir sperren rechts auf, sperren links auf, gehen vorbei. Okay. Wir können hier gerne nochmal die Banane machen, wenn du möchtest. Ja? Ja. Das heißt, hier hin, hopp, seitlich den Ball ziehen. Hoppala. Okay. Er kann sie. wirklich, ja. Genau. Und ansonsten lassen wir es gleich. Das heißt, wir haben hier einen anderen Aufbau beim Geschirr abwaschen und hier wieder unseren doppelten Überschlag. Okay. Ja? Ich schieße jetzt so fest daran, dass es sofort deinen Stuhl dann rollt. Nein. Nein, bitte nicht. Okay. Wie gesagt, wir sind ja auch hier drinnen und das ist bei euch ja wahrscheinlich auch so. Ja. Das heißt, wir müssen so ein bisschen darauf achten, dass wir nicht. Ich mache nochmal schwerer Fuß hin und mache mir den Stuhl rein. Okay, das ist in Ordnung. Das machst du am besten. Gerne. Sehr gut, ab nach hinten. Gut, und zum nächsten wieder ganz runterlegen. Genau. Sehr gut, pendeln. Genau, wichtig ist dabei, dass der Markus da richtig macht, er ist auf den Zehenspitzen auch unterwegs. Ja, dann bin ich viel, viel agiler und kann das Ganze viel schneller machen, als wenn ich auf dem ganzen Fuß unterwegs bin. Eins, zwei, vorbei. Und jawohl. Wichtig ist dabei bei der Banane, dass der Treffpunkt vom Ball nicht in der Mitte ist, sondern wo ist der? Weiß nicht, was du meinst. Also, so am Ball oder am Schuh? Wenn ich schieße. Ich hab dir nicht zugehört. Danke, ist super. Wenn ich schieße, ach, am Ball. Also normal schieße, am Ball, dann treffe ich ihn in der Mitte, richtig? Ja, circa ja, in der Mitte. Muss ja nicht immer. Ja. So, bei der Banane treffen wir den Ball eher außen. Warum? Weil er sich dann so dreht. Ja. Ja? Also der Treffpunkt vom Ball ist nicht wie beim normalen Torschuss eher zentral, sondern eher außen, so dass der Ball diese Drehung hier mitbekommt. Ja, und das geht eben nur, wenn ich ihn nicht im Zentrum treffe. Okay? Tschö. Ich habe da doch einen Ronaldo gemacht. Ja, toll. Super, wenn man nicht auf den Trainer hört, ist immer gut. Tschö. Eins, zwei, drei. Super. Eins, zwei, drei. Leg ihn dir ganz runter. Kannst du ihn noch ein bisschen weiter runterlegen. Genau. Wenn du mit links anfängst, kannst du mit links auch noch einen Ronaldo dahin machen. Eins, immer zwei, extra drei. Nein, ja, da bricht man sich nämlich die Füße, mein Freund. Okay. Mach es einfach so, wie ich dir vorgemacht habe. Und. Eins, zwei, hopp und. Jawohl, gut. Super. Dann holen wir wieder raus. Und jawohl. Drei Durchgänge, dann haben wir es, okay? Okay. So, kannst du ruhig auch ein bisschen schneller machen, so schnell wie du es halt kannst. Könnt ihr immer, wie habe ich ja schon mehrfach gesagt, die Geschwindigkeit so anpassen, dass es noch unter Kontrolle ist, das Ganze. Aber natürlich wollen wir schon auch schauen, dass wir da eine gewisse Geschwindigkeit erreichen. Je schneller, desto besser. Aufsperren, aufsperren, hopp und Banane. Sehr gut. Und holen die gleich wieder. Und dann ziehen, machen wir noch Zielschießen. Hopp. Sohle raus. Jawohl. So. Und. Sehr gut. Ja, also das Rausziehen war jetzt nicht optimal. Okay. Aber haben wir eigentlich jetzt auch gar nicht besprochen, wie wir es genau machen. Ist okay. Ja, das kann man einfach so. Machen wir nächstes Mal. Ja, alles gut. Aber nicht zu viel auf einmal machen. So, der letzte hast du gesagt, gell? Na, naja, eigentlich haben wir gesagt noch zwei, aber ist okay. Dann machen wir jetzt dann das als letzte. Jawohl. Das ist das letzte Durchgang. Ja. Okay, Banane. Super. Und hol ihn nochmal raus. Au! Okay. So, Markus, ich würde sagen. Ja. Damit sind wir am Ende angekommen. Ich bin auch am Ende, ja. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht und ihr habt euch wohlgefühlt mit uns. Ja, wir haben es ja am Anfang schon gesagt. Wir haben jetzt während der Zeit, wo wir nicht auf dem Platz dürfen, ein wöchentliches Angebot. Also wir haben montags immer um 16 Uhr Fußball-Kindergarten, dienstags Fördertraining.
Mittwoch Torwarttraining, Donnerstag nochmal Fußballkindergarten, Freitag Fördertraining. Das Ganze ist immer um 16 Uhr, ja, kommt immer online um 16 Uhr. Wir haben noch dazu, ich weiß nicht, ob du es am Anfang gesagt hast, tägliche Challenges, die ihr auch machen könnt, die ihr bei Instagram oder bei Facebook uns verlinken könnt und die mitmachen könnt. Und ja, genau, ansonsten hoffe ich, dass wir uns bald wiedersehen und bis dahin alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.